Hallo, stell dir vor, du hast eine wichtige Entscheidung zu treffen. Im Moment überlegen zum Beispiel viele Menschen, ob sie sich selbstständig machen sollen. Und das ist echt eine große Entscheidung, denn sie beeinflusst das ganze Leben. Und so große Entscheidungen sind meistens auch der ideale Bühnenauftritt für die Angst. Die Angst kommt und sagt, ha, du überlegst dich selbstständig zu machen. Boah, überlege mal, wo willst du die Kunden herkriegen? Was willst du überhaupt anbieten? Hast du genug Geld? Ah, du könntest, stell dir vor, du endest unter der Brücke. Ganz, ganz schlimm. Diese Angst plappert und plappert und plappert ohne Ende. Und sie entsteht wo? Im Kopf. Im Kopf bist du nicht alleine. Im Kopf hast du dein Ego mit seinem Kumpel innerer Kritiker und die erzählen dir ganz genau und ohne, wirklich ohne Pause, warum alles Mögliche nicht geht. Warum machen die das? Meinen sie es bös mit dir? Ganz im Gegenteil. Sie meinen es nämlich gut mit dir. Was wollen sie? Sie wollen dich schützen, sie wollen keine Veränderung, weil bis jetzt ist ja alles gut gegangen, du hast ja überlebt, also ist der Status quo perfekt, da du überlebt hast. Sie erzählen dir daher alles Mögliche, damit du keine Entscheidung triffst, die zu einer Veränderung führt. Verständlich aus ihrer Sicht, oder? Aber wenn du wachsen möchtest, wenn du dich entwickeln möchtest, wenn das Leben spannend sein soll und auch wenn du sagst, ach, mehr Lebensfreude ist mein Thema, dann braucht es eine Veränderung, dann braucht es Wachstum. Und dieses Wachstum, glaub mir, findet immer, immer, immer außerhalb der Komfortzone statt. Denn die Chancen findest du nur außerhalb der Komfortzone. Ganz anders als die Angst ist die Intuition. Viele Entscheidungen trifft man auch intuitiv, weil man im Nachhinein sagt, ah, ich habe es gleich gewusst. Ich habe gar nicht lange überlegt. Und das ist nämlich schon der große Unterschied zwischen Angst und Intuition. Die Angst hat viele, viele Gründe und die Angst plappert ohne Ende. Die Intuition hingegen ist relativ wortkarg. Die spricht nicht viel. Die ist einfach da. Du weißt es einfach. Diese Intuition, sie beschimpft dich nie. Du spürst die Intuition, sie will dich ermutigen, neue Wege zu gehen. Oder sie sagt auch manchmal, das ist nichts. Aber sie redet nicht viel. Du weißt, die Intuition unterstützt dich dabei, das Richtige zu tun, ohne lange Worte. Die Frage ist nun, wie möchtest du deine Entscheidungen treffen? Aus einer Angst heraus? Aus einer Angst heraus, die dich klein hält, die Veränderung ganz schlimm findet. Aus einer Angst heraus, die dich zwar beschützen will, aber wo du immer, immer dort bleiben wirst, wo du jetzt bist. Und ich meine, dort kannst du durchaus schön sein. Aber es ist eine Angst heraus, die dich eventuell am Totenbett bereuen lässt, was du alles nicht getan hast, aus Angst. Oder möchtest du deine Entscheidungen treffen aus einer Ebene der Intuition, aus einer Ebene der Leichtigkeit, der Gelassenheit, der Klarheit? Ich nehme an, du entscheidest dich für die Intuition. Und da kommt dann die nächste Frage. Wie kannst du deine Intuition stärken?
Was deine Intuition braucht, wie einen Bissen Brot, ist Klarheit und ist Vertrauen. Vertrauen. Ach, Vertrauen. Das ist das, was schwer ist. Vertrauen kommt, indem man vertraut. Indem man Erfahrungen schafft, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Vertrauen heißt nicht wissen. Denn wenn du es weißt, wenn du es hundertprozentig ganz, ganz sicher weißt, dann weißt du es ja. Am Anfang musst du vertrauen. Das heißt, du musst einfach in Vorleistung treten. Aber das geht. Man kann ja mit kleinen Dingen beginnen. Und mit der Zeit, wenn du dich beobachtest, wohin dich deine Entscheidungen, die du intuitiv getroffen hast, wohin sie dich führen, und du merkst, sie führen dich in einen inneren Frieden und in eine ganz tiefe innere Klarheit, dass du einfach weißt, was richtig ist, dann wächst dein Vertrauen und es wird immer größer und größer. Größer. Und es wird dir noch was auffallen. Es wird dir auffallen, dass du deine Entscheidungen schneller triffst, vertrauensvoller triffst und dass du Zeit sparst. Überlege mal, wie viel Zeit viele, viele Menschen und wahrscheinlich auch du, ich auch in gewissen Dingen, wie viel Zeit wir vergeuden, indem wir Entscheidungen hin und her wälzen und rauf und runter und indem wir diesen ganzen inneren Stimmen zuhören. Das dauert lange, verdammt lange. Aber je intuitiver du bist, je mehr du deiner Intuition vertraust, desto schneller triffst du deine Entscheidungen. Und du weißt vielleicht, die Kraft und das Tempo, in dem man Entscheidungen trifft, sind ganz, ganz maßgeblich für den Erfolg im Leben. Und das Tempo, wie du Entscheidungen triffst, die Qualität natürlich auch, entscheiden, wie weit du im Leben kommst. Daher, ganz, ganz wichtig, vertraue deiner Intuition. Das heißt, zusammenfassend, woran erkennst du Angst, woran erkennst du Intuition, wenn du eine große Entscheidung zu treffen hast? Die Angst plappert lang und viel und sie rät dir eher ab und erzählt dir, du wirst unter der Brücke landen. Die Intuition redet nicht viel, du weißt einfach, ob ja oder nein. Je entspannter du bist, und dazu gibt es das große Thema, mein Lieblingsthema, Meditation. Je entspannter du bist, desto besser hörst du die innere Stimme deiner Intuition. Und das wünsche ich dir für die Zukunft, viele Entscheidungen, die du aus deiner Intuition heraus triffst. Liebe Grüße, deine Ricarda.